Moin moin Leute, heute geht's in Call of Duty World War 2 und die beiden neuen Waffen, die erscheinen werden im nächsten großen Event. Einmal die neue Brute X1 Maschinenpistole und noch das leichte MG VMG 1927 werde ich euch heute ein bisschen vorstellen. Natürlich auch erklären, wie ihr die Waffe bereits testen könnt und vieles weitere mehr, also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Ich würde erstmal sagen, vorab, bevor ihr das wieder anfängt, viele Leute wissen ja Bescheid, Wanderlust, damit kann man ja immer wieder neue Waffen bekommen, Waffen wechseln, einfach hier mal sterben oder ähnliches, schon habt ihr die nächste Waffe in der Hand. Und unter anderem ist es momentan möglich im Multiplayer, dass ihr die Brute X1 dadurch freischalten könnt. Gleich wie das leichte MG, die VMG 1927. Beide Waffen sind sehr exzellent, da man wirklich unnormal geile Kills mit ihr machen kann. Das LMG natürlich wieder viel Muni wieder mit dabei. 75 Kugeln im Magazin, guten 2-Hit, 4-Hit und natürlich eine gute Genauigkeit. Die neue Brute X1 hat natürlich auch nochmal ein paar Sonderheiten. Hohe Feuerrate, gute Magazinkapazität und wirklich eine unnormal gute Genauigkeit, finde ich. Beide Waffen sind natürlich Prototypwaffen, bedeutet in Real Life gibt es die nur ein paar Male. Eine ist außerdem auch in Deutschland im Museum, nämlich die VMG 1927, die wurde nur zweimal gebaut. Sehr coole Waffen auf jeden Fall und ich denke mal, das werden die nächsten Waffen werden, hier im großen Shadow War Event. Es geht ja eher um Waffenprototypen, das sind auch die AS-44, das Sturmgewehr, was ich bereits gestern vorgestellt habe, von dem neuen Shadow War Event. Natürlich, beide Waffen, gleich wie die neue AS-44, sind echt coole Waffen. Neues Sturmgewehr, neue MP und noch eine neue leichte MG. Ich denke mal, weitere Waffen könnten noch kommen nach diesem Event. Aber ich denke mal, weil Call of Duty BO4 ja bald erscheint, werden wir nicht mehr viele Waffen bekommen. Aber ich würde mal sagen, wir haben eh genügend DLC-Waffen und ich freue mich wirklich noch auf die letzte LMG, die hier noch reinkommen wird. Gerne auch eure Meinung immer mit in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch Fragen habt, irgendwelche Ideen habt oder auch ähnliches, einfach gerne reinschreiben in die Kommentare. Auf jeden Fall erstmal eure Meinung gefragt, was denkt ihr? Ist es cool, dass da nochmal eine neue LMG reinkommt oder denkt ihr, die reichen momentan, weil wir haben jetzt die Stinger LMG, die GPMG, MG81, wir haben eigentlich genügend neue Teile bekommen. Aber ich denke mal, für die ganzen LMG-Fans ist es echt eine coole Waffe. Natürlich mit 75 Kugeln im Magazin, einer hohen Feuerrate und Stabilität, echt ein geiles Teil. Was mich nur ein bisschen stört, man muss immer bei Wanderlust Ewigkeiten warten. Bedeutet, wenn ihr die Waffen jetzt bereits testen wollt, müsst ihr wirklich öfter mal wechseln, habt manchmal Waffen, womit ihr nicht gut seid oder worauf ihr wenig Lust habt. Aber dafür, wenn ihr ein bisschen Glück habt, bekommt ihr dann die neuen Waffen rein. Natürlich wieder ein kleiner Spielefehler in Call of Duty, das gleiche gab es auch beim letzten DLC-Pack. Dort kommen ja die anderen Waffen wie die Delay, die ich hier gerade spiele, antesten. Finde ich auf jeden Fall sehr korrekt von Call of Duty, dass die das jetzt nicht direkt behoben haben. Ich denke mal, viele Call of Duty Entwickler denken gar nicht mal dran. Weil die haben auf jeden Fall im Multiplayer das drin gelassen, dass man die Proto und die VMG, MG, was auch immer nehmen kann. Was mir aber aufgefallen ist, im privaten Mode offline oder im privaten Spiel allgemein, da könnt ihr die Waffe nicht testen. Es geht wirklich nur im Multiplayer. Ich denke mal, ein Entwickler hat da irgendwie vergessen, die Waffen zu sperren. Und die sind jetzt auch schon ein paar Wochen früher drin. Aber wirklich ganz ehrlich, stört niemanden, wir können die Waffen direkt testen. Und ich finde mal, es wäre cooler gewesen, wenn die Waffen direkt drin wären, im vierten DLC-Pack, gleichzeitig mit dem neuen Sturmgewehr und mit der Commando Division. Aber trotzdem an sich, der neue Kriegsmode, die Map Arcane, ist auch eine richtig geile Map mit vielen Prototypen, mit der Tesla-Kanone, mit der Mitternacht-Variante und natürlich viel mehr. Ich denke mal, Call of Duty World War 2 hat echt vieles cool gemacht, weil ich finde wirklich, die Waffen im Game sehr gut gelungen. Einige DLC-Waffen werden leider nicht oft gespielt, deswegen finde ich auch, wir haben ein bisschen zu viele Waffen im Game drin. Gerne mal eure Meinung mit reinteilen, denn ich denke wirklich mal, Call of Duty hat es da ein bisschen übertrieben. Vielleicht könnt ihr euch noch früher dran erinnern, da gab es nur eine oder drei DLC-Waffen, nicht mehr. Hier hauen die einfach mal um die 30 DLC-Waffen rein. Zum Glück keine Nahkampfwaffen wieder, weil das war immer sehr nervig hier leider. Immer neue Nahkampfwaffen, die man nicht braucht, immer mehr Gegenstände für den Nahkampf. Vielleicht erinnert ihr euch an BO3, da gab es hunderte von den Dingern. Hat leider nie eine neue Waffe bekommen. Dessen finde ich auch das System relativ cool. Ich denke mal, die neuen Waffenvarianten von der AS-44 werden natürlich im neuen Event mit diesen beiden Waffen noch mit reinkommen. Die VMG 1927 und die Brute X1, das sind wirklich coole Waffen. Und ich denke mal, mit Waffenvarianten hat man dann gleich noch mehr Laune auf die Waffen. Was mich aber ein bisschen stört, wir müssen die Waffen wieder freischalten oder durch Kisten bekommen. Dessen wollte ich euch direkt mal ankündigen, wenn die neuen Waffen da sind, werde ich ein riesiges Pack-Opening machen. Wirklich kein Scherz, über 1000 Waffenkisten werde ich öffnen. Möchte das natürlich dann gerne live übertragen. Würde auf jeden Fall sehr viel Laune bereiten, wenn ihr noch dabei wärt. Und auf jeden Fall, ich denke mal, das nächste Update wird innerhalb der nächsten paar Wochen erscheinen, bevor hier BO4 anfängt.
und natürlich auch in den Zeitraum, wo noch Xbox One und PC die DLC-Packs haben können. Weil ich finde es ein bisschen schade, PlayStation hat ja den Vertrag mit Call of Duty. Bedeutet, die bekommen wirklich einen Monat früher alles. Updates, DLC-Packs, neue Waffen. Deswegen finde ich das ein bisschen kacke gegenüber Xbox-Spielern und PC-Spielern. Aber ich denke mal, dafür sind die Events ein bisschen verschoben worden. Finde ich relativ cool. Wäre natürlich noch cooler, wenn jetzt Xbox One und natürlich auch PlayStation 4 gleichzeitig das neue DLC-Pack und die neuen Waffen bekommen würde. Naja, wie auch immer. Ich denke mal, die Waffen werden sehr viel Laune bereiten. Wieder mal coole DLC-Waffen. Auch relativ gut ausgeglichen. Aber ich denke mal, die Maschinenpistole wird ein bisschen überpowered werden. Das Teil ist wirklich dermaßen stark. Auch aus der Distanz kann man leicht Leute eliminieren. Die leichte MG, denke ich mal, die müsste vielleicht noch ein bisschen stärker gemacht werden. Oder halt, ich denke mal, das liegt an den Aussätzen, weil mit Griff in Magazinerweiterung hat man die meiste Zeit hier mit Wanderlust. Da ist die schon ein bisschen schwächer manchmal. Trotzdem sehr coole Waffen. Gerne, wie gesagt, eure Meinung mit reinteilen. Schreibt mir eine kleine Bewertung auch in die Kommentare rein, wenn ihr wollt. Für die ganzen neuen Zuschauer, lasst natürlich ein Abo und ein Like da, damit ihr kein weiteres Video verpassen tut. Und natürlich, ganz wichtig, teilt das Video mit euren Freunden, damit jeder Bescheid weiß, dass mir hier neue Waffen reinbekommen werden. Und teilt natürlich auch gerne auf Twitter, Facebook und Co. in den Gruppen. Ich denke mal, wir werden bald die 1000 Abonnenten knacken. 1000 Abonnenten Spezial könnte ich gerne für euch hochladen. Sammelt gerne ein paar Ideen in den Kommentaren. Und das war's mit dem Video. Macht's gut, viel Erfolg mit den neuen Waffen, wenn sie dann da sind. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.